Leute und willkommen hier aus dem wunderbaren Zandvoort zum großartigen Sprintrennen. Ich freue mich extrem, es ist sehr regnerisch und das macht das Ganze absolut nicht besser, aber es macht das Ganze auf jeden Fall spannend, da ihr könnt euch auf jeden Fall auf dem Rennen freuen, was extrem crazy wird. Und zwar werden wir nicht nur einen Fehler drin haben, sondern auch unter anderem den Crash und so weiter. Abonniert den Channel gerne, lasst gerne ein Däumchen rum da. Schaut gerne für Instagram und TikTok vorbei, aber vor allem, es wird so hardcore geil. Drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Und ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist ein Rennen, was einfach, glaube ich, in meine Formel 2 2020 Geschichtsbücher eingehen wird. Ich werde so viele Schnitzer heute drin haben. Unter anderem, die werden uns echte viele und wichtige Punkte, okay, wichtig vielleicht jetzt nicht, aber viele Punkte kosten. Und los geht's hier im Verregnen. Wir starten trotz Regen mit Slicks. Also das ist schon mal eine extreme Überraschung. Das heißt, die gehen davon aus, dass es irgendwann aufhört zu regnen. Unser Start, okay. Wir haben hier gleich mal beim Start direkt mal zu Cheater tragen. Nein, wer ist denn das jetzt? Es ist... Oh mein Gott, was ist mit dem los? Ja, ich probiere hier gleich mal außen 100 IQ, aber ich überschätze halt die Strecke. Es ist so hardcore nass. Und ja, wir sind... Daumal Pi. Jo, okay. Sechster Platz, also... Das ist schon mal gut. Hier vor uns ist Robert Schwarzmann, unser alter Teamkollege, also unser alter Fahrer von letzten Jahr. Schaut gerne um rechts vorbei, dass die gesamte erste Season der Formel 2 verlinkt und natürlich auch die jetzige Playlist. Jetzt kommen wir ganz gut dran, aber Zandvoort ist halt, genau, Gras und da kommt schon, ja, aber man überschätzt sich leicht im Regen. Also das kann ich echt sagen, im Regen ist es nie einfach und gerade mit Slicks, da ist es, aber es ist halt gerade so eine Übergangsdings, es hat gerade erst angefangen zu regnen. Und da, ja, kann man nicht mit Slicks fahren, das ist einfach zu nass, also zu trocken für Slicks, also es muss da schon ein bisschen eine feuchtere Strecke sein und das ist ja nur so ein Tröpfeln im Hochsommer, das heißt, das ist eher so Dampfen. Salla, aber genug vom Wetter und wir kommen hier an Schwarzmann noch nicht ganz vorbei und wir sind zwar schon näher dran, und jetzt auch sehr nah dran, muss ich sagen. Wir haben die Kurve ein bisschen besser erwischt. Und oh, der Exit war jetzt nicht so gut. Leichter Quersteher beim Exit. Trotzdem sind wir alles in einem eigentlich eine gute erste Runde gefahren. Leider wenig aufgeholt. So, und hier, das ist eigentlich meine Spezialität, hier aus der Kurve rauszukommen. Und man sieht es auch. Schau mal, wie wir hier dran kommen. Und dran. DS gibt es noch nicht. Es ist der Windschatten. Und zack. Hier geht's vorbei an, ja, ein bisschen vertan, ja, und da will er uns gleich gegen den Flügel. Gelb ist, er darf noch nicht überholen. Das ist sein Kryptonit hier. Er darf uns nicht überholen. So, gucken wir uns mal die Start-Replay an. Wir haben ihn nämlich wunderbar überholt und man sieht von außen den Regen so gut wie gar nicht. Also im Auto wirkt es eigentlich, wie wenn es viel mehr Regen wäre. Hier ist sogar trockener Rauch, also... Also es ist absolut gar kein Starkregen, es ist nur so ein Tröpfeln. Also bevor, entweder vor oder nach dem Gewitter kann man sich das, denke ich mal, vor. Es ist wahrscheinlich eher so bevor. Oder gar keins, also Salah, wir kommen hier gut durch. So, und dann hier den Berg rauf. Das war so die ersten Versuche. Ja, ich war auch vorbei, aber dann hier knapp, dass wir nicht im Kiesberg gelandet wären. Und Gott sei Dank hat uns der Hintermann dann nicht überholt. Und dann hier den Berg rauf. Ja, das war auf jeden Fall sehr turbulent, das Ganze. Jetzt hier gegen Caleb Eilert, der hier hinter TikTok herumduckert. Das wird auch nicht ganz einfach. Der nächste, also hinten ist gelb. Da hat einer abgestellt. Das ist Nikita Mazepin, der neue Formel 1 Neuling. Später kommt auch noch die erste F1 2021 Megaseason. Unser, ja, wir starten in die Megaseason in Bahrain natürlich, passend zum Wochenende. Schaut gern vorbei und Link ist natürlich unten in, also natürlich am Ende vom Video ist das verlinkt, aber ihr werdet es erst anklicken können, wenn es dann öffentlich ist. Also gönnt euch das wirklich. Ich bin mega gespannt, wie das heutige Qualifying ausgeht. Hoffentlich seid ihr auch. Formel 2 habe ich gesehen, Su hat sich die Pole geschnappt und da geht es auch morgen schon in Sprintrennen, also die Formel 2 ziemlich flott unterwegs und deswegen, ja, jetzt aus der Kurve raus, wir sind an den Tiktum dran und das könnte gut werden, ja, das könnte mega gut werden, lila, grün, lila und trotzdem keine schnellste Rennrunde, das nenne ich mal echt Cheat, zu weit raus, die erste Kurve ist echt extrem rutschig, muss ich sagen. Die erste Kurve, die hat es in sich und wir kommen hier im Windschatten. Dan TikTok. Zolla, hier geht es in diese, ja, in diese, ich sage jetzt mal, Paraboliker-ähnlichen Kurve, die auch so nach außen hängt.
Aber wir sind hier, haben es nicht geschafft, zu wenig Power. Und da war auch dann der Platz zu knapp. Tiktum wollte unbedingt vorne bleiben. Man hat es gemerkt, da hat er nicht geguckt, dass da noch Platz ist. Da ist davon ausgegangen, dass wir bremsen. Aber jetzt hat er keine Chance. Wir kommen hier, es ist eine Rechtskurve. Und wir sind vorbei. Dritter Platz, das ist das Podium. Und jetzt, ja, jetzt wird es echt tricky werden. Wir sind fast 2 Sekunden von Armstrong und fast 4 Sekunden von Piquet weg. Und ja, da kann ich euch echt schon mal sagen, es wird gleich irgendwann krachen. Also, dass wenn man zu viel will, dann sieht es leider so aus. Aber ich will euch natürlich nicht zu sehr auf die Schulter spannen. Wir sind jetzt hier dran, Armstrong. Wir sind ganz, ganz nah dran. Und so, da la. Aber man muss das Auto bei dem Regen hier fast unter nächste. Es ist wieder gelb. Es ist wieder gelb. Und wer ist das? Es ist nicht denn. Ich habe in der Gunst der Stunde nach der Gelbphase hier einfach mal ganz flink, dein Tiktum ist ausgeschieden. Schade, schade, schade. In der Gunst, der dachte so, ja, ist eh noch gelb, keiner dafür holen oder so. Und wir haben so genau begrün, zack, raus den Blinker und fahren vorbei. Lila, lila. Und ich möchte auch unbedingt die schnellste Rennrunde hier holen. Das wäre so ein bisschen, wenigstens ein Genugtuum, weil ich mir denke, wir kommen am Piquet sowieso nicht mehr dran. Der ist so weit weg, der Junge. Und der ist über 2 Sekunden. Aber es waren schon mal 4. Also, Piquet hat auch ein bisschen nachgelassen hier. Aber der kommt auch gut raus. Da kann ich echt nichts sagen. Und ja, Armstrong kommt uns jetzt wieder immer näher. Ja, und jetzt kommt dieser Scheißkörb hier. Gott sei Dank hat es uns nicht weggedreht. Aber ja, ich muss mich hinter Armstrong wieder zurückordnen. Was für eine Scheiße. Aber ja. So, und jetzt kommt gleich dieser behinderte Fehler, von dem ich gerade schon geredet habe. Wir sind hier ganz, ganz nah dran. Und ja, ich wollte hier ein bisschen, keine Ahnung, was ich hier wollte. Ich wollte hier auf jeden Fall vorbei. Aber mit den Mitteln, das ist echt, wir haben jetzt einen Flügelschaden und ich habe keine Ahnung, wie ich das Ganze hier noch regeln soll. Also ich habe absolut, oh mein Gott, Alter, ja, links orange, dunkelbraun fast. Und, boah, mein Gott, ich weiß echt nicht, okay, es ist nur braun. Ja, ich weiß nicht genau, wo dieser beschissene Fehler herkam, aber das war natürlich mehr als unnötig. Aber ja, ich muss halt damit leben, auch, Mann, es ist so eine Scheiße, wirklich. Aber es, ja, man kann es jetzt nicht mehr ungeschehen machen und deswegen würde ich mal sagen, tun wir mal ganz, ganz weiter und gucken wir uns mal die Replays an, wie es dazu wirklich kam. Ich weiß nicht genau, ich wollte, es hat komisch ausgesehen und es war auch ziemlich komisch und ich habe mir auch zuerst gedacht, soll ich respawnen oder so, aber das ist halt nicht authentisch, versteht ihr? Und ich meine, warum sollte ich respawnen, wenn so ein beschissener Fehler passiert, bei dem ich schuld bin? Ja, das war auch hier der erste Versuch gegen Tiktum, der uns hier echt nicht viel Platz gelassen hat, hat auch hier von der Replay aus so ausgesehen, als ob er wirklich nicht will, dass wir vorbeikommen. Also, ich meine, wer will schon, dass man ihn überholt, aber trotzdem, ihr wisst schon, was ich meine. Und hier dann das wunderbare Überholmanöver, hätten wir uns nur nicht, ja. Schade, wirklich. Und hier dann fast, ja, hier dann, ja, es war, ja, ich glaube, ich habe einfach zu spät reagiert. Da ist sogar ein DRS-Schild geflogen. Wir können trotzdem noch froh sein, dass wir uns hier im Kiesbett nicht weggedreht haben oder so. Weil das wäre noch viel fataler gewesen. Hier ein Matsushita jetzt wieder dran. Und natürlich ist jetzt trotzdem das Ziel immer noch die Pole Position. Die Pole Position, glaube ich schon. Das Podium. Und deswegen, ja, Lila im ersten Sektor trotz Flügelschaden. Also wir werden natürlich auch nicht stoppen, weil das wäre der letzte Platz auf jeden Fall. Und ich glaube, er ist sogar, nein, ist nicht draußen. Also er ist in der Box jetzt. Das ist natürlich echt bitter für ihn. Sein Rennen ist safe vorbei. Und das nur dank mir. Also das hundertprozentig dank mir. Und wir kommen hier aus der letzten Kurve raus an Robert Schwarzmann dran. Der ist on. Im Windschatten saugen wir uns hier dran. So, lala. Blinker raus. Nein, das geht noch nicht. Hier noch immer noch an Schwarzmann dran. Und ja, man merkt halt schon, dass der Flügel ein bisschen zusätzlich einbremst. Also man würde gern mehr fahren. Aber die trockenen Bedingungen sind auf jeden Fall jetzt da. Es ist nicht mehr so nass wie vorher. Und deswegen, glaube ich, können wir jetzt noch weniger überholen wie vorher. Weil wenn es nass ist, dann rutscht jeder ein bisschen.
Aber wenn so ist wie jetzt, dass alles trocken ist, dann bist du der ein Stück Flügel fehlt wahrscheinlich, der noch mehr lidiert ist, wie alle anderen. Schwarzmann klärt hier schon vor den Kurven ab. Das ist auch ziemlich komisch, das habe ich auch noch nie gesehen. Und ich habe mir auch zuerst gedacht, ja, jetzt vielleicht nochmal einen roten Satz oder so. Aber das wird unser Rennen komplett zusammenhauen. Gerierte Flagge, wir haben es wirklich geschafft, hier in der letzten Kurve noch Robert Schwarzmann zu überholen. Das heißt, wir sind trotzdem Gast am Podium, trotz dieser schlechten Leistung. Ich habe das komplett jetzt übersehen, dass wir schon in der letzten Kurve waren, und er hat auch abgedeckt, er wusste genau, was hier zu verlieren ist und wie stark wir hier aus der letzten Kurve immer rauskommen, und das wollte er halt verhindern, indem er uns hier gleich mal einbremst und hier sagt, nee, da gibt's kein Aus, und trotzdem haben wir es geschafft, das Podium, was uns eigentlich sehr, sehr unverdienterweise, noch bekommen haben. Das ist echt, ich würde mich gerne mehr freuen, aber es ist so unfair, dass wir auf dem Podium sind. Und wir haben eigentlich, den Fahrer hier, ja, wir haben ihn das Rennen komplett zerstört. Und das tut mir extrem leid. Und ja, das ist echt schade. Der dritte Platz ist okay, würde ich sagen. Den hätten wir aber ohnehin, das sieht aus ein bisschen wie Stroll, den hätten wir, glaube ich, ohne den Crash nicht bekommen. Also absolut nicht und schon gar nicht mit dem Flügelschaden, wirklich. Also das ist echt, boah. Nein, das nervt mich extrem. Es nervt mich wirklich extremst, dass wir durch diesen beschissenen Crash hier uns noch bereichert haben. Wirklich. Es tut mir extrem leid und ich hoffe, die nächsten Male können wir dann ein bisschen besser sein. Mittwoch kommt das nächste Formel 2 Video. Wie gesagt, morgen dann. Später kommt noch einmal Mega Season. Morgen kommt Hot Lap mal wieder. Eine komplette Neuauflage unserer Hot Lap. Und vor allem kommt auch morgen noch die Mega-Season, das Rennen und später noch die TikToks auf Twitch. Schaut gerne vorbei. Abonniert den Channel gerne, es tut mir extrem leid. Und wir sehen uns hoffentlich am Mittwoch oder halt später nochmal. Bis dahin, danke fürs Zugucken. Und ja, schaut auf Insta, abonniert den Channel gerne. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da und aktiviert auch gerne die Glocke. Vielen Dank, aber schaut euch gerne auf Insta und TikTok vorbei. Links sind wir mal unten in der Bio. Und wir sehen uns hoffentlich später nochmal hier auf diesem Channel. Und wenn nicht, sehen wir uns vielleicht auch auf TikTok und Instagram. Alle Links sind wir auch unten drin. Bis später und ciao.